Ein Jahr ist seit dem 19. Februar vergangen. Wir haben die Bilder noch ganz lebendig vor Augen. Wir können nicht vergessen. Wir wollen nicht vergessen. Wir sind Menschen verschiedener Glaubensrichtungen, die am runden Tisch der Religion in Hanau zusammenkommen. Wir beten in unterschiedlichen Kirchen, Moscheen, Andachtshäusern und der Synagoge. Uns eint der Wunsch nach Mitmenschlichkeit und Nächstenliebe. Wir gedenken der Toten des 19. Februar. Sie waren keine Fremden. Sie gehörten zu uns, zu unserem Leben, zu unserer Stadt. Was vor einem Jahr in Hanau passiert ist, macht uns fassungslos. Ein rassistischer Terrorakt mitten unter uns. Es war entsetzlich, es ist entsetzlich. Wir beten für alle, die durch diese schlimme Tat betroffen sind, dass sie vergeben können und zum Frieden finden. Das Leid für die Familien der Ermordeten ist unermesslich. Ihr Leben wird nie wieder so sein, wie es einmal war. Wenn Menschen aus unserer Mitte wegen ihres Aussehens, ihrer Herkunft oder ihrer Religion benachteiligt oder bedroht werden, werden wir nicht wegsehen. Wir erwarten lückenlose Aufklärung der Tat, damit es nicht wiederholt. Wir beten für alle, die ihre Liebsten schmerzlich vermissen. Wir beten für alle, die nach wie vor in Angst leben. Wir hören zu. Wir wollen verstehen. Wir wollen beistehen. Wir treten ein für Hanau. Eine offene und lernende Stadt. Für eine Stadt, in der wir uns mit Achtung und Respekt begegnen. Wir wollen im Gespräch bleiben. So überwinden wir Vorurteile und bauen Brücken. Vielfalt macht uns aus. Wir lassen uns nicht spalten, wir stehen zusammen, jetzt und in der Zukunft.